herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Wir sind da jetzt immer auf dem Berg herum. Ja, und da werden wir mal schauen, dass wir da wieder runterkommen. Ja, natürlich wäre es schön, wenn wir da hell runterkommen würden. Was wahrscheinlich auch klappen wird. Und dann werden wir hier mal versuchen, anfangen mit einer Basis zu bauen. Denn den komischen Raum hier haben wir ja schon das letzte Mal gescannt. Also sollte das jetzt ja nicht so das Problem darstellen. Aber schauen wir einfach mal, was wir alles dafür brauchen. Ja, und da unten sind wir ja schon wieder. Von dem Berg ist ja ziemlich schnell hier gegangen. Ist auch gut so. Und dann sollte es hier gleich mal wieder abgehen ins Wasser. Na, Energie haben wir jetzt auch nicht mehr so viel. So, natürlich wäre es gut, wenn wir uns das irgendwie merken, wo wir hier gerade waren. Wäre natürlich sehr vorteilhaft. Ja, zumindest wäre es gut, wenn wir uns merken, wo wir mit unserer Basis hier anfangen werden. Aber es wird schon hinhauen. Oder Leute? Ja, sicher, das schaffen wir schon. Das schaffen wir schon irgendwie hier. So, wir schwimmen einfach mal in diese Richtung hier. Nach 700 Meter sind wir hier von unseren Dings hier entfernt. Zurzeit noch. So. Mal eine Stelle suchen, wo es vielleicht nicht ganz so tief ist. Was haben wir denn eigentlich im Inventar? Ja, unser Inventar ist voll. Blei haben wir. Ja, Leute, so wie es aussieht, werden wir da, glaube ich, mal zurückschwimmen und schauen, dass wir da irgendwie unsere Sachen lagern können. Außer, so irgendwo müssten wir da so ein Werkzeug haben. Das Konstruktionswerkzeug, das haben wir ja, glaube ich, schon, oder? So, was haben wir hier? Konstruktionswerkzeug. Ah, das haben wir jetzt zweimal. Warum haben wir das Konstruktionswerkzeug jetzt zweimal? So, jetzt ist halt die Frage, wie funktioniert das? Ich glaube, wir werden als allererstes mal einen Mehrzweckraum bauen. Dafür brauchen wir nämlich 6x Titan. So, und Platz haben wir da wahrscheinlich keine mehr. Na, einmal hätten wir noch. So, dann schwimmen wir da mal etwas schneller zurück. Na, Richtung stimmt, das ist gut. Frage mich nicht mal, wie das hier mit der Energie ist. Ob ich da dann frische Batterien reinsetzen muss oder was auch immer. Na, aber das werden wir auch irgendwie rausfinden. Aber zuerst brauchen wir mal Platz im Inventar hier. Das wäre mal das Wichtigste. Und das sollten wir auch gleich mal haben. Ich hoffe mal, dass da eine Kapsel noch irgendwo Platz ist, dass wir irgendetwas ablagern können. So, die können hier mal raus. Dann ist das hier einmal voll. Glas. Titan brauchen wir so gleich. Der Pilz kann hier rein. Na, Glas? Keine Ahnung, werden wir wahrscheinlich auch brauchen, denke ich mal. Können wir auch mitnehmen. Dann können die Sachen hier rein. Obwohl, Nährstoffblock, den werden wir wahrscheinlich auch gleich mal brauchen, wenn wir hungrig wären. Gekochter Reitfisch, den haben wir jetzt gegessen. Desinfiziertes Wasser.
Brauchen wir auch. Gefiltertes Wasser können wir auch trinken. So, was können wir hier noch ablegen? Scanner nicht, Konstruktionswerkzeug. Ja, dann sollte das eigentlich passen. Und wir gehen dann mal ein bisschen die Titan suchen. Ja, zumindest mal Metallschrott, was wir halt so zu Titan verwerten können. Na, schauen wir mal hier unten, ob da vielleicht irgendwo etwas rumliegt. Also das wird ja jetzt nicht wirklich so das Problem werden, hier irgendwie Titan zu finden. Was sind das hier? Ah, Kreaturenei. Na, da müssen wir nochmal schauen, was wir mit den Kreaturenei hier machen können. Alter. Ist da nirgendwo ein Stein oder so, den wir mal kaputt machen können? Ah, hier haben wir einen. Da haben wir schon einmal Titan bekommen. Na, schön wäre es halt, wenn wir mehr hätten. Sechsmal war das, glaube ich, und wir hauen da mal ab, wenn das Ding da auf uns schießt. Alter, das hat uns jetzt trotzdem noch erwischt. Na, Metallschrott oder irgendetwas, was wir verwerten können. Bin ja sonst nicht so der Metallschrott-Sammler. Aber hier wäre ich schon mal mit Metallschrott zufrieden. So, da haben wir auch so eine Felswand. Vielleicht ist er da irgendwo etwas. Das war, glaube ich, Kupfer. Wenn ich da jetzt richtig liege. So, Blasenfisch war es, glaube ich. Na egal, wer Fisch, Hauptsache Nahrung. Und unsere. Ist das da nicht Metallschrott, was da rumliegt? Na, schon wieder eine Zeit lang nicht mehr gespielt hier. Ein paar Tage und dann. Glaube ich, sollte mal mehr Folgen am Stück aufnehmen. Metallschrott. Das ist schön und gut. Wie viel bekommen wir denn hier raus aus dem Metallschrott? Ah, blöder Fisch hier. Komm her. Danke. So, unser mobiles Fahrzeug hier. Na, wo ist denn die Rettungskapsel? Ich will jetzt wirklich mal. Alter. Ah, genau über uns. Will ja jetzt wirklich mal anfangen, irgendetwas zu bauen? Wäre natürlich cool. So, Medikament können wir gleich mal einnehmen. Und dann mal das Ding hier verarbeiten. Ah, viermal Titan. Das heißt, der Mehrzweckraum, der müsste sich ja jetzt schon ausgehen. Und? Wasser können wir herstellen. Sonst noch etwas? Gekochte Nahrung. Gekochter Reitfisch. So. Dann einmal das Medikit. Benutzen wir mal. Gekochter Fisch. Und Wasser trinken wir auch gleich, wenn wir gerade dabei sind hier. So Leute, wo soll man denn jetzt mit unserer Basis hier anfangen? Hier? Na, ich weiß nicht. Da bei dem Abgrund sieht es ja gut aus. Ja, da wird es mir ehrlich gesagt ein bisschen gefallen. So, und da sollten wir eigentlich auch wieder hinfinden. Dann versuchen wir das mal. Mehrzweckraum. So, wie geht das da mit abtauchen? Auftauchen.
Ah, Ziel ist abtauchen. So, komm schon. Warum lässt du dich denn jetzt hier nicht platzieren? Da wird's gehen. Wäre cool, wenn das hier so ein bisschen am Boden wäre. Na okay, ist jetzt egal. So. Hüllenbasis addierten. Ah, es steht am Boden. Aber reinkommen tue ich da jetzt nicht, oder wie? Okay, schauen wir mal, dass wir irgendetwas. E-Segment. E-Glas-Segment. Observatorium. Verstärkung. Fenster. Luke bietet einen Zutritt zur Basis. Ah, sieht schon gut aus, Leute. Das sieht gut aus. Genau das brauchen wir. Brauchen wir aber zweimal Titan. Das ist genau das, was wir brauchen. Das heißt wohl, wir dürfen nur ein wenig Titan hier suchen. Na komm. Alter, ich habe irgendwie Angst, dass ich da nicht mehr zurückfinde. Oder wird mir das Ding hier angezeigt? Na, vielleicht brauchen wir dann nur so eine Boolie. So, was haben wir hier? Salzablagerung. Nicht das, was wir wirklich brauchen. Ah, das war, glaube ich, Titan. Das ist auch Titan. Na, Strahlung. Vielleicht nicht so hervorragend. Einmal Blei. So, dann schauen wir, dass wir da aus dem Bereich hier wieder rauskommen. Kupfer. Und Metallschrott haben wir hier. Hier vielleicht nur irgendwo etwas. Metallschrott ergibt Titan, das ist gut. Sollte man meinen. So, und dann bitte einmal den hier und dann die Luke. Ich glaube, die Luke hier bauen wir in diese Richtung. Ah, na okay. Vielleicht war es jetzt nicht so in die Richtung, in die ich eben wollte. Aber na gut. So, keine Energie. Na, sieht ja schon mal ganz schick aus. So, wie bekomme ich da jetzt Energie? Solarmodul. Titan, Quarz und. Ja, Titan und Quarz brauchen wir. Titan und Quarz, so. Für Titan liegt da, glaube ich, ein bisschen Metallschrott drum. Glaube ich halt zu meinen. So. Und, boah, das war jetzt knapp. Das war jetzt wirklich knapp, Leute. Und Quarz. Quarz ist ja auch nicht das Problem. So, Quarz, Quarz, Quarz brauchen wir.
Alter, schon wieder das Inventar voll? Nö. So, was haben wir denn hier unten? Nichts haben wir hier. Kein Quarz. Glaube aber. Ah, einmal Quarz, das ist schön. Na, und da schießt schon wieder so ein behindertes Ding hier auf uns. Und hier haben wir Quarz. So, nehmen wir mal das Medi-Ding hier. Bevor wir da jetzt noch sterben. Da vorne haben wir noch ein bisschen Quarz. Und da sind wir jetzt, glaube ich, gerade gekommen. Da haben wir aber noch einen Stein. Titan, Inventar voll. So, wo ist denn jetzt das Titan? Na, Höhlenschwefel kann ich jetzt nicht mehr nehmen. Ah, da sind wir. Dann sollte sich ja das Solarmodul jetzt eigentlich ausgehen. Oder liege ich da falsch? So, ich hoffe mal, dass ich das jetzt einfach mal da draufsetzen kann. So, konstruieren. Ah, Leute, nicht ertrinken, nicht ertrinken. Ertrinken wäre nicht gut. So, das war jetzt ja nochmal richtig knapp hier. Jetzt schauen wir mal. Haben wir da jetzt Strom? Ja, es wird hell hier erinnern. So. Basis pumpt Sauerstoff von Basis mit aktiver Energieversorgung in ein angeschlossenes Leitungssystem. Außenbeetkasten, Scheinwerfer, Innenelemente. Schott sorgt für strukturelle Verstärkung, verhindert Wassereinbrüche. Leiter, Bioreaktor. Medikit-Fabrikator, Kommunikator, Wandspind. Ja, Spind wäre ganz gut. Was haben wir noch? Lebende Wand, Schild, Drehstuhl, Schreibtisch. Ja. So, zweimal Titan. Vielleicht finden wir ja da noch etwas, bevor wir da zurückgehen. Oder auf dem Weg hier zurück. Alter, ist ja gar nicht so weit weg. Na gut, das ist schon mal gut. Da können wir uns ja gar nicht verirren. Das ist gut. Ja, Nehmer. Brauchen wir so oder so. So, dann Fabrikator brauchen wir hier mal ein wenig Titan. Haben wir, glaube ich, sogar zweimal, oder? Dann hätten wir ja jetzt schon mal achtmal Titan. Ja, das lassen wir mal hier. So, ich weiß zwar nicht, ob wir das jetzt für irgendetwas brauchen, aber na gut. Wenn nicht, ist auch egal. Den Spind hier können wir uns auf alle Fälle mal drüben herstellen. Sollten wir auch auf alle Fälle mal machen. Und was haben wir denn hier noch? Zweimal so wunderschöne Steine.
Kupfererz war das, glaube ich. Titan, leider voll. Na okay, ist jetzt mal so. Können wir jetzt nicht ändern, dass unser Inventar hier voll ist. Na, immer mit dem blöden Feuerlöscher hier. Keine Ahnung, was ich mit dem will. So, Spind sagten wir. Oder können wir da auch noch etwas? I-Segment aus Glas, das hört sich ja gut an. Das muss aber wahrscheinlich wieder von außen angesetzt, angebracht werden. So. Ist jetzt egal, einmal dahin und dann schauen wir, dass wir uns da einen zweiten Raum hinsetzen können. Na, falsch. Mehrzweckraum. Warum kann... Ah. Ja, das sieht ja schon mal Strahlung registriert. Alter, ich habe jetzt aber da nicht in drinnen ist jetzt aber nicht verstrahlt, oder? Na okay, das war jetzt nicht so schlau von mir. Ist ja egal, vielleicht können wir das wieder abreißen. So, dann brauchen wir hier Außenelemente, Innenelemente. Sorgt für strukturelle Verstärkung. Wandspind, Fabrikator. Hä? Strahlung? Warum habe ich denn jetzt hier auch Strahlung? Na okay, nehmen wir mal so eine Tischkralle, dann können wir mal den Fabrikator hier herstellen. Glaube mal, das war jetzt nicht so die beste Idee. Alter, zieht das Ding hier viel ab? Aber warum? Ist das jetzt so? Jetzt ist halt die Frage, wenn ich das Ding hier abreiße, ob ich dann wieder zurückbekomme. Ja, da draußen ist hier noch keine Strahlung. Aber da drinnen, wenn ich jetzt reinkomme, haben wir da gleich Strahlung. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Leute, erstmal raus hier. Kann ich denn das Ding hier abreißen? So, und jetzt, wenn ich da rennen will, ist dann immer Strahlung. Das ist wirklich etwas blöd. Also mal, jetzt wirklich mal egal. Ich möchte einfach mal eine schöne Basis hier irgendwo hinbauen. Ah, Metallschrott. Hierhin zum Beispiel. Da sollte es ja jetzt keine Strahlung geben. So, und jetzt das Ganze nochmal. Mehrzweckraum. Na, ist ja egal. Wird halt heute die Folge hier wieder mal etwas länger. Aber ich möchte endlich mal eine eigene Basis haben.
So, was haben wir denn jetzt da? Jetzt müssen wir natürlich drüben das ganze Ding hier wieder abreißen. Das sollte eigentlich irgendwo da hinten gewesen sein. Okay, gut, das sehen wir von hier. Also ich hoffe, ich halte das hier noch aus mit den. Na, komm schon. So, das ist gut. Alter, jetzt ist mein ganzes Inventar weg, oder wie? So, bitte raus hier. Das war wirklich der beschissenste Platz, wo ich hätte bauen können. Solarmodul. So. Ja, da hinten sehen wir es schon. Da sind wir auf dem richtigen Weg. Dann bauen wir da mal zuerst das Solarmodul wieder rauf. So, Luke. Wo hatten wir denn die hier? Geht's hier auch aus? So, einmal hier etwas tiefer runter. Die kommt mal hier hin. Und Glas haben wir keines mehr. Okay. Dann schwimmen wir hier halt nochmal zurück. Zum Glück hatten wir drüben noch keine Einrichtung reingebaut. Haben wir ja nochmal Glück gehabt. Und dann reißen wir da den Rest ab. Die Luke. Und das hier sollte sich ja hoffentlich ausgehen. Ohne dass wir da gleich mal sterben. So, Luke. Ah, komm schon. Ich hätte gerne mehr Material hier zurück. Na, das geht's ja aus, das geht's ja aus. So, wir leben noch, das ist gut. Alter, schwimm. Alter, was ist hier los? Ach, ihr Idioten, in falsche Richtung geschwommen. Ach Mann, das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja nicht. Jetzt sind wahrscheinlich meine ganzen Materialien weg, oder? Na, ist klar. Kein Blei mehr. Na, okay. Aber rein können wir das schon, oder? Ja, das ist schön, Basis. Aber bauen kann man nichts. Nicht mal ein Spind wahrscheinlich. Nee, fehlt uns das Ding. Fabrikator, einmal Titan. Na Leute, holen wir uns das hier heute noch. Den Fabrikator, ja, den holen wir uns noch. Ist wahrscheinlich auch das Wichtigste hier. Der Fabrikator, würde ich mal sagen. Na, bin ich schon hier? Ja, klar, schon vorbei. Zum Glück lag ja hier noch etwas Metallschrott drin. Dann müssen wir da wenigstens nicht mal in die Rettungskapsel zurück, wenn wir nicht wollen. Ja, Medikit nehmen wir auch. Und dann hier mal Titan herstellen.
Schön, schön. Wo waren die jetzt? Hat eine Signalboje oder so etwas wäre hier wirklich nicht schlecht. Aber da hinten sehe ich es ja schon. Vielleicht können wir uns ja auch gleich eine Signalboje herstellen. Ich denke mal, die dürfte dann auch für das hier sein, dass wir unsere Sachen wieder finden. So, dann Fabrikator hatten wir gesagt. Der soll hier hin. Oder? Geht er da auch? Na, da geht er nicht. Machen wir den einfach mal hier hin. So, persönliches. Schwimmende Luftpumpe, Kreislauftauchgerät, Feuerlöscher, Medikit, Strahlenschutzanzug, Schwimmflossen, Standardtauchflasche, Leuchtfackel, ja, Konstruktionswerkzeug, Auftriebskörper, Pfadfinderwerkzeug, Feldmesser, Reparaturwerkzeug, Scanner. Das gibt's ja nicht. Geräte. Bin ich jetzt blöd oder so irgendetwas? Könnte leicht sein. Will ich gar nicht abstreiten. Oder war die Signalboje vielleicht ganz woanders herzustellen? Kann auch sein. Schwimmende Luftpumpe. Na, ist er jetzt. Komplett egal, Leute. Das war's heute mit der Folge hier. Ich hoffe, euch hat's gefallen, hat Spaß gemacht, obwohl wir einmal gestorben sind. Kann ja mal passieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier wieder. Also, tschüss, Freunde.